Warum Mahmut, hier kommen, oder? warum bist du hier? Ich mal einen Besuch, Kollege hat gesagt, ich mal ein bisschen Probleme, Ja. meine Rücken und meine Arme. Und Kollege hat gesagt, dann dieser Kollege ganz besser, gut, ganz Okay. gut. Und was hast du gemacht? Hast du einen Unfall gehabt oder warum ist das passiert? Ich habe eine zu Hause mit Fahrrad. Ja. Ich habe eine Stunde einfach so hier immer Probleme. Dann Ja. später zweiter Tag Ja. und arbeite nicht, treffe Ja. mit treffe einfach runter, einfach so ein bisschen so machen. Okay. Ama diese immer Krankenhaus, Radiologie, er sagte Fibromyalgie oder sowas. Fibromyalgie. Fibromyalgie, Rektusse sowas. Nicht gerade. Skoliose. Der Skoliose. Das so Skoliose, Rücken. genau. Okay. Und ich bin Türkei, viel Warmwasser, nicht gut. Und viele Privathaus, Heilpraktiker oder Osteopather. In Türkei oder hier? Nein, hier. Hier? Ja, in deiner Wasserburg, Osteopather. Er macht Atlas kaputt. Hier. Okay. Er macht mit Maschine in 2 Minuten oder sowas. Aber wieder immer so. Nicht Okay. gut. Also dieser gestern, diese Seite, Atlas-Therapie. Atlas-Therapie, genau. Hier einfach diese Und wie nennt er hinkommen. sich? Osteopathe oder? Osteopath. Doktor. Doktor auch noch. Okay, was noch? Was ist das Hier, schlimmste Schmerz jetzt? Was ist das jetzt schlimmste sind Schmerzen. Schmerz? Rechte Ja, Seite? hier kommen, diese rechte Seite, In den Arm? Arm und ganz so hier, Zwischen die Schultern? so hier, Ja, Schulter verstehe. und ganz so hier. Hier. Einmal hier im Bogen. Einmal hier Okay. und Kriegst du gut hier Luft? oben. Luft auch manchmal Probleme. Manchmal auch Ja, Schwierigkeiten. Okay. diese hier Okay. und hier ganz schlecht. Dann diese keine Sitze. Du kannst da nicht sitzen. Also Nein, jetzt kannst du auch nicht sitzen, ne? ja genau. Tamam. Einfach so hier, ganz so ein bisschen Tamam. warten. Einfach hier, einfach Tamam. so. Okay, Hier was, diese bleib einen große Moment. so. Verstehe, verstehe. Bleib Ja. einfach einen Moment stehen. Ah. Zieh die Schuhe aus. Lass die Schuhe bitte dort. Einfach Schuhe dorthin tun. Mach's dir bequem. Du kannst stehen, du musst nicht sitzen. Du kannst aus dem Fenster schauen. Ich schaue mir ganz kurz deine Bilder an, ja? Okay. Du kannst ruhig stehen, du musst nicht sitzen, ja? Okay. Schön, ja, sehr schön. Ja, gibt's schöne Orte in der Welt. Was hat dein Arzt gesagt, Mahmut? Was hat er gesagt, was du hast, außer Skoliose? Sonst nichts? Nein. Skoliose, das war's. Und er hat letzte Mal gestern dann diese eine Radiologie Termin, ich mache Foto. Radiologe, ja? Nicht Kardiologie. Radiologe. Radiologie. Radiologe, ja? Ja. Aber du hast doch hier die Bilder mir gegeben, Ja. oder? Diese nächste Woche Termin. Pinze in Peso. Was ist das? Impingement, das heißt, dass die Schulter gequetscht wird. Und diese noch. Wo? Lumbosakral, beidseits, lumbales, spinales. Ja, das ist nur Diagnose, aber Tabletten oder nee, MR, okay. Aber ich habe ja schon die Bilder. Tamam. Skoliose. Sprunggelenk. Sprunggelenk. Hast du deinen Fuß verletzt? Ja, dieser Fuß. Welche? Beide zwei. Beide verletzt. Ja. LWS. Schau mal, Mahmut, ich zeig dir die Stelle, die dir weh tut und was passiert ist. Kommst du zu mir? Ich zeig dir das kurz. Das ist deine Wirbelsäule von hinten, ja? Das ist deine linke Niere und deine rechte Niere. Siehst du, ja? Das hier ist die Leber und das hier ist die Milz. Einen kleinen Moment, ja?
Linke Niere, rechte Niere, Leber, Milz. Siehst du, wie diese Seite so zieht und die Seite ist offen. Und siehst du, an dieser Stelle drückt er ihn raus. Schau mal. Siehst du das da? Rechte Seite oder linke? Linke Seite. Hier. Linke Seite, ja. Meine rechte Seite hat zu viel Probleme. Ja, aber die rechte Seite ist unter Druck. Schau mal, die linke Seite, da wird das rausgequetscht. Ich zeige dir erstmal die verletzten Stellen. Ja? Das sollte so aussehen. Gerne. Aber schau mal, der hier, der geht hier raus. Der ist kaputt. Und der auch, siehst du das da? Zweimal auf der linken Seite. Was ist das, diese LS oder L? Bandscheibe. Das ist der fünfte Lendenwirbel, das ist der vierte, das ist der dritte, das ist der zweite. Alles. Das ist der Z Nein, ich zähle nur durch, damit du weißt, welche Nummer. Das ist der zweite. Zwischen zweite und erste, der da. Zwischen erste und zwölfte Brustwirbel, der da. Und das macht dieses zu. Ja, genau. Weil das genau da. Ah, ja, genau. Das ist das, Mache was. ich mache immer so, dann Okay, Kopfschmerzen. verstanden soweit? Der macht das, ja? Und hier unten ist alles jetzt nach darüber gerutscht. Das heißt, jetzt werden hier die Bänder gezogen. Und das ist der Schmerz, den du dann auf der rechten Seite spürst. Das ist praktisch, das wird auseinandergezogen und das Band meldet dann im Gehirn Schmerz. Wie wenn du die Bänder hier überdehnst. Das wird auch ganz dick, oder? Genau. Aber da ist nicht Druck, Ja. sondern gezogen. Und das wird ganz dick. Und das ist hier auf der rechten Seite. Das heißt, hier hast du die Bänder überdehnt auf der rechten Seite. Das heißt, hier dürfen wir nicht dran ziehen. Wir müssen den Körper irgendwie dazu bekommen, dass er rübergeht auf die rechte Seite, indem wir die linke Seite aufmachen. Und er soll dann darüber gehen. Im Moment kann er nicht darüber. Und wenn man dann deinen Hals anschaut, da. Das ist dein Kopf. Genau. Das ist dein Hals. Siehst du, dein Hals macht auch so eine Bewegung. Und diese Bewegung macht er, weil irgendetwas hier verletzt ist und er versucht wegzugehen. Das bedeutet, im Hals hast du auf der rechten Seite eine Verletzung. Und der Kopf versucht wegzugehen. Und in der Lendenwirbelsäule hast du links die Verletzung und er versucht wegzugehen. Ach so. Und wenn ich das löse, ist der Schmerz, das hier geht mit dem Schmerz in die Schulter. Wenn ich das löse, ist der Schmerz in der Schulter weg. Wenn ich die Mitte löse, ist der Schmerz hier weg. Unten brauche ich gar nicht so viel machen. Jetzt lass mich machen, ja? Hier. Muss ich gar nicht so viel machen. Leg dich auf den Ach Bauch so. und schau mal, was ich mache, ja? Ja, du musst ein bisschen durchhalten, ja? Ich brauche ein bisschen Zeit, das zu lösen. Bisschen Geduld, ja? Und danach darf ich dein Pachlawa essen, ja? Ganz locker. Aber ich muss mir das jetzt erstmal verdienen. Kannst du die Hände hier drauf tun, weil du darfst nicht drücken, ja? Beide Hände. Ja, ich weiß, dass es weh tut. Beide Hände da drauf, ja? Ganz locker zu lassen, ja? Ja. Rahat, rahat. Zuerst. Nicht erschrecken. Rahat. Nicht erschrecken, ja?
schwerer ist die Verletzung. Fallen lassen. Rahat, rahat. Rahat. Gut. Jetzt versuche ich das hier rüber zu bekommen, dass der Hals nicht mehr so angestrengt ist. Ganz locker lassen. Fallen lassen. Locker. Hals zuerst. Einmal auf den Rücken legen, bitte. Auf den Rücken legen. Hände da rein. Rahat. Rahat. Augen zu. Seite, wir befreien die rechte Seite. Jetzt hier schlafen. Hier. Die rechte Seite. Kopf drüber geht. Zug auf der rechten Seite. Augen zu. Zwei. Lass locker, lass locker, lass locker, lass ganz locker. Wenn es der dritte ist, dann ist es der vierte hier. Locker. Jetzt einmal auf die rechte Seite legen. Noch so. Rahat. Rahat, Rahat. Muss nichts machen. Es geht. Hohlkreuz. Rad. Rad, Rad. Fallen lassen. Lass mal richtig fallen. Lass mal richtig fallen, ja. Muskel entspannen, bitte. Ich halte dich hier fest, ja. Lass das richtig fallen. Ich halte dich hier fest. So ist gut. Rahat, komplett. Noch ein bisschen Rahat. Alles gut, noch ein bisschen. Tamam, auf den Bauch legen. Auf dem Bauch.
etwas tiefer. Ein noch. Schiedet, oder? Beide Knie beugen bitte. Beide, beide. Und dann einmal rechts und dann einmal links. Ein paar Mal bitte, ja? Rechts, links, rechts, links. Gut. Gut, und fallen es. Jetzt kannst du schon besser auf dem Bauch liegen, ne? Ja, aber jetzt kannst du schon besser liegen, ne? Schon besser, ne? Wie Stein. Wie Stein. Steine kann man nur rollen. Dann rollen wir mal. Ist mal locker. Kann man nur rollen. Tja. Rad. Ja. Nichts mehr. Nichts machen. Locker lassen. Noch einer. Sechs. Zwei. Das war's. Darfst du aufstehen? Spazieren. Direkt ist halt. Weg? Mhm. Ja. Mal vielleicht eine halbe Stunde weg, glaube ich. Mhm. Glücklich? Gut. Gut. Mhm. Mutlos schon. Mutlos. Dankeschön. Unten?
Wie ist unten? Unten. Unten auch, ja, ist gut. Und das hier? Hier. Hier. Reicht für einmal. Ich muss erst mal warten, bis dein Körper sich noch ein bisschen mehr entspannt. Nochmal bitte. Und dann muss ich vielleicht noch mal, weil du bist wie Stein. Mhm. Aber ich gucke ganz, ganz oben nur noch ganz kurz noch einmal, ob das 100% weg ist, ja? Ja, das ist. Nur 100%, ja. Diese, ja, das ist schwierig, aber ja, ja. Das wird hier, noch, glaube ich, oder das so. Wird noch in einer Woche besser. Mhm. Einmal auf den Rücken legen, bitte. Rücken, und, auf Rücken, Rücken, anderes. Anderes. Ja. Was sagt andere Seite oder Tarafa? Dön, öbür Tarafa. Öbür Tarafa. Diğer Tarafa dön. Sırt üst diğer. Mein Türkisch ist Katastrophe. Augen zu. Rahat rahat. Nichts machen. Nichts machen, bitte. Nichts machen. Rahat. Tamam. Kalk. Spazieren. Bayram Mubarak. Bayram Mubarak. Das ist meine. Das ist deins, ja. Das ist gut. Mutlusum. Mutluyum, sağ ol. Dankeschön. Zufrieden. Fertig, oder? Hat Oktay recht gehabt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Hoş geldin.